Nordwest, Verfluchter! Fluchen nützt nichts. Gegen den Nordwest ist noch immer kein Kraut gewachsen. Es hilft nichts, Mr. Baines. Wir müssen halsen. Geben Sie das Kommando. Aye, aye, Sir. Alle Mann an Deck und klar zum Halsen! An die Brassen! An die Brassen! Bewegt euch ein bisschen, ihr Galgenvögel! Vorwärts! Schafft nicht ein, bewegt euch! Habt ihr überhaupt keinen Mumm in euren Knochen? Ihr müden Landratten! Beeilt euch gefälligst! Nicht zu lahm, faule Bande! Das geht auch schneller! Oder muss ich euch vielleicht erst Beine machen? Wie? Und jetzt geht durch den Wind, Steuermann. Bruder Steuermann. Guten Morgen, Mr. Whitby. Guten Morgen. Der Wind dreht, Mr. O'Neill. Ja, es war auch zu schön, um wahr zu sein. Soll ich was prophezeien, Simpson? Es gibt Regen. Keine erfreulichen Aussichten. Wenigstens staubt's da nicht mehr so. Auf alle Fälle ist es schlecht fürs Geschäft. Eine Katastrophe. Ja, stimmt. Entschuldigen Sie mich. Guten Morgen, Mrs. Furlong. Vielen Dank. Ich habe zu danken, Mrs. Furlong. Mrs. Furlong? Zu Tisch, Robert. Ich mache den Laden eine halbe Stunde zu. Bei deinem Vater war das Geschäft nie zu. Das weiß ich. Aber ich schließe ab, wann es mir passt. Ich lege mein Essen nicht runter, nur weil eventuell ein Kunde kommen könnte. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Amen. Habt ihr die Schüsse vorhin auch gehört? Ein Schiff läuft den Hafen an. Es könnte James sein. Wir haben allen Grund zur Dankbarkeit. Unser kleines Geschäft macht sich doch ganz nett. Die Seefahrt ist auf die Dauer kein Leben für unser einen. James hat es ja so gewollt. Jetzt ist es sowieso zu spät. Er kann nicht mehr zurück. Vater hat das Geschäft mir vermacht. Ich könnte mir unseren James auch nur schlecht hinterm Ladentisch vorstellen. Ich auch nicht. Mein Bruder hat nicht ein bisschen Geschäftssinn, nicht einen Funken. Ah, Captain O'Neill. Mr. Kellen, wie geht es, Sir? Gute Überfahrt gehabt? Hier sind die Papiere, Sir. Wir sind vor 27 Tagen in Lissabon ausgelaufen. Die letzten 3 Tage mussten wir verdammt gegen den Wind ankämpfen. Mit anderen Worten also 3 Tage extra heuer für jeden Mann. Diese Burschen wissen, wie man's macht. Den Nordwest haben meine Leute nicht bestellt, Nehmen Sie Sir. Das doch nicht persönlich, O'Neill. Selbstverständlich nicht. Ich habe volles Vertrauen zu Ihnen. Eines Tages, glauben Sie mir, eines Tages werden Sie unsere großen Schiffe auf der Amerika-Route fahren. Das wird Ihnen bestimmt mehr zu sagen als die Weintransporte aus Portugal. Senor Braganza lässt sich empfehlen. So, lässt er. Und ich soll daran erinnern, dass sein Vertrag in 7 Wochen ausläuft, wenn er nicht verlängert wird. Um Gottes Willen, diesen Braganza müssen wir uns warm halten. Der Weinimport ist doch schließlich die Grundlage unserer Existenz. Sie trinken doch ein Glas Jamaika, Sir. Ja, gern, danke, Kapitän. Sie haben volle Fracht, wie ich sehe. Ja, Sir. Wein, Häute, Schafsfelle und Orangen aus Sevilla. Sehr gut, dann haben Sie Ihre Prämie redlich verdient. Im Gegenteil, Sir. Ich kann sie schon nicht mehr riechen. Was nicht riechen? Die verfaulten Früchte. Ich habe Wasser im Laderaum, brauchte alle Mann an den Pumpen. Das Schiff hat ein Leck, Kapitän? Sie haben es wieder zu hart rangenommen. Ja, in Ihrem Auftrag, Sir. Ausgaben, nichts als Ausgaben. Der Reeder kann ja in die Tasche greifen, der hat's ja. Ich hab's Ihnen immer wieder gesagt, der Kahn ist wurmstichig. Ein Wunder, dass er erst jetzt leckgeschlagen ist. Und Sie haben ihn natürlich trotzdem mit Vollzeug gesegelt. Sie haben rasche Fahrt verlangt. Sie reden dummes Zeug, Kapitän. Reine Geldverschwendung. Die Mary Rose ist leck und außerdem kommen Sie noch 3 Tage zu spät. Das Schiff, das gegen den Wind segelt, muss erst noch gebaut werden. Kapitän, ich verbitte mir diese Belehrungen. Ich komme morgen in aller Frühe an Bord. Ich will sehen, was Sie sonst noch alles angerichtet haben. Gute Nacht. Gute Nacht, Mr. Kerr. Eines Tages erteile ich Ihnen eine Lektion, die Sie nicht vergessen werden, Mr. Kell. Tausend Dank, James. Sind das schöne Spitzen. Ich danke dir, James. Sarah, sieht gut aus.
Dabei ist sie im fünften Monat, sieht man ihr nicht an, was? Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich auf den Nachwuchs. Na, und ich erst. Die ganze Familie freut sich. Sagt mal, wann ist Vater gestorben? Vor einer Woche. Schlaganfall. Der dritte. Mitten in der Nacht. Und du konntest nicht 3 oder 4 Tage früher kommen? Ich wäre gern früher hier gewesen, wenn ich Vater dadurch hätte retten können. Allerdings fürchte ich, dass meine Anwesenheit seinen Tod nur noch beschleunigt hätte. Ach, James. Hat Vater viel hinterlassen? Das Geschäft. Das gehört Robert. Dir hat Vater einen guten Rat vererbt. So? Er hat gesagt, ein Mann, der Umwege macht, braucht zwar mehr Zeit, aber zum Schluss erreicht er das gleiche Ziel. Von Navigation hatte Vater nie viel Ahnung. Robert hat Tag und Nacht für das Geschäft gearbeitet. Jetzt, wo Vater dir nicht mehr im Weg ist, kannst du ja das Geschäft vergrößern. Für uns reicht es auch so, wie es ist. Das sollte es aber nicht. Man baut jetzt Schiffe, die 70 Meter lang und aus Eisen sind. Eiserne Schiffe? Ja, mit 60 Mann Besatzung. Überleg mal, was die an Verpflegung brauchen. Ganze Hektar von Segeltuch, Meilen von Tauwerk. Das ist deine Chance, Robert. Greif zu. Bildest du dir ein, die Räder werden bei einem kleinen Krämer kaufen, wie ich einer bin? Und ich kann mir auch nicht leisten, die Einkäufer zu bestechen. Robert, die Räder kaufen da, wo sie den größten Profit machen. Ach, zu einem Geschäft gehört viel mehr als bloß kaufen und verkaufen, mein lieber Bruder. Robert, ich kaufe, ich verkaufe. Wo liegt denn da für mich der Profit? Genau dazwischen. Nein, Robert. Den Profit macht allein der Mann, der besitzt. Der Reeder macht den Profit, nicht seine Angestellten, wenn er sie auch gut bezahlt. Dafür trägt er ja auch das Risiko. Sicher, wer nichts hat, der verliert auch nichts. Den legen sie in ein Armengrab und schaufeln ihn dann zu. Bitte, James, wenn du darfst du nicht sprechen. Es ist doch völlig gleichgültig, ob du reich oder arm bist, James. Nein, ich will nicht ins Armengrab. 200 Kisten Orangen verfault, 25 Fässer Wein verdorben. Für den Transport bekommen Sie keine Prämie, Captain Ornidin. Nicht einen Penny, mein Bester. Sie können jetzt gehen und sich nächste Woche wieder bei mir melden. Ganz wie Sie wünschen, Sir. Kapitän Ornidin, bitte. Kapitän Ornidin. 22 Pfund 12 Schilling Sixpence, Sir. Bitte das zu unterschreiben. Der Schoner Charlotte Rhodes wird versteigert. Arbeiten Sie weiter, meine Herren. Sieh dir das an, das Schiff vom alten Webster. Was hältst du davon? Das wäre ein schlechter Handel. Das ist nur eine Frage des Preises. Wenn Sie Glück haben, kriegen Sie noch 500 Pfund dafür. Die Websters nagen am Hungertuch. Jedenfalls wird das von Ihnen behauptet. Er greift immer öfter zur Flasche. Und seine sauertöpfische Tochter versucht, den Leuten weiszumachen, er hätte Malaria. Er hat keine Malaria, er hat den Whisky. Die Tochter ist also immer noch nicht verheiratet? So viel Mitgift kann die gar nicht aufbringen, dass die einer nimmt. Über 30 und hässlich wie die Nacht. Das Schiff müsste billig zu kriegen sein. Absolut möglich. Ich schätze, dass der Kahn mindestens 2 Jahre kein Salzwasser mehr gesehen hat. Über die Charlotte Rhodes kursieren die tollsten Witze, James. Immerhin hat Fraser sie gebaut. Und Fraser baut die solidesten Schiffe. Sie ist total verkommen. Man kann sie höchstens abwracken und zu Brennholz zersägen. Unter 500, denkst du? Ja. Robert, ich habe an die 170 gespart. Würdest du mir den Rest borgen? Was? Für dieses Wrack? Das kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Ich gebe dir einen Schuldschein, du wirst nichts einbüßen. Und was habe ich als Sicherheit? Die Partnerschaft. Partnerschaft? Wobei? Du und ich, wir gründen ein Handelsunternehmen. Willst du mit diesem Wrack auf die offene See? Ja, und ich will ein schönes Stück Geld damit verdienen. Die Schifffahrtslinien sind sämtlich in fester Hand. Die Räder zerquetschen dich. Denen kannst du keine Konkurrenz machen. 330 Pfund sind alles, was ich brauche, und ich mache daraus ein Vermögen. Damit du im Bilde bist, ich habe nicht mal 330 Schilling, geschweige denn Pfund. Aber du hast doch das Geschäft und das Lager. Das Geschäft und das Lager? Denkst du, dass ich den Lebensunterhalt meiner Familie verpfände für ein Wahnsinnsunternehmen, das schon, bevor es begonnen hat, zum Scheitern verurteilt ist? Du redest gerade so, als ob du die Welt in die Tasche stecken kannst. Spielst den großen Mann, aber der Kuchen ist aufgeteilt. Tja, Handelsunternehmen.
Wo willst du denn mit dem morschen Kahn hin, Bruder? Und mit welcher Ladung? Du gehst verflucht leichtsinnig mit den Fässern um, Robert. Nicht ich. Der Rollkutscher hat es fallen lassen. Er hat die Schuld. Aber ich werde Schadenersatz von ihm. Irgendjemand muss in die Tasche greifen. Ich nicht. Wer dann, der Hersteller? Ach was, der Spediteur. An den halte ich mich. Spediteur, sagst du? Mhm. Robert, was hat den größeren Wert? Das Fass oder der Inhalt? Das Fass ohne Zweifel. Es ist aus abgelagerter Eiche. Aber so ist es völlig wertlos. Essig? Sehr guter sogar. 9 Gallonen sind ausgelaufen. Was denn? Willst du den Kahn etwa mit Essig vollladen? So ein Handelsunternehmen habe ich mir gewünscht. Nicht mit Essig, Robert. Wein. Ein Weinhandel? Das kann doch nicht wahr sein. Wem willst du Konkurrenz machen, etwa Kellen? Warum nicht? Er hat schließlich genug Geld gemacht. Hör zu. Der Vertrag Kellen-Braganza läuft nur noch 7 Wochen und dann machen wir mit Braganza einen neuen Vertrag. James, nehmen wir an, du hättest schon das Schiff. Dann würde Kellen jedes deiner Angebote unterbieten. Der kennt kein Pardon. Ach. Glaube mir, Kellen vergisst nicht und vergibt niemals. Er ist ein harter Brocken, James. An dem verschluckst du dich. Ach was, ich kenne Kellen und ich kenne Braganza. Und wenn es darauf ankommt, graben dir beide das Wasser ab. Da rede ich auch ein Wörtchen mit. Ich brauche ein Schiff. Gleich. Robert. Wirst du mir das Geld borgen? Dann bleib auf deinem Sparstrumpf hocken, Krämer. Und ernähr deine Familie mit Essig. Kapitän O'Neill? Guten Abend, Miss Webster. Ich muss sehr um Vergebung bitten für den späten Besuch, aber ich müsste unbedingt einen Moment mit Ihrem Herrn Vater sprechen. Darf ich fragen, weswegen? Wegen eines Geschäfts. Tut mir sehr leid, Sir, aber Kapitän Webster ist indisponiert. Es ist aber sehr wichtig, Miss Webster. Für Sie oder für uns? Ich wollte ihm ein Angebot für sein Schiff machen. Ihnen die Schande einer öffentlichen Versteigerung ersparen. Ein Privatkauf also? Sind Sie selbst an dem Schiff interessiert oder sprechen Sie für andere? Bei allem Respekt, Miss Webster, ich möchte lieber mit Ihrem Herrn Vater verhandeln. Wie Sie wollen. Treten Sie bitte ein, ich werde fragen, ob mein Vater Sie empfangen will. Danke. Wenn Sie bitte hier warten wollen, Kapitän.